diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie in Abhängigkeit von einem GET-Parameter oder auch anderen Gegebenheiten das TypoScript beeinflussen können. Diese Abhängigkeiten nennt man in Typo3 Conditions. Und das, was ich jetzt hier vorbereitet habe, ist ein TypoScript, was mir zunächst ein Datum ausgibt mit einer bestimmten Formatierung. Das sind also beides PHP-Befehle, die jetzt hier auch im TypoScript verfügbar sind über den STD-Wrap. Mit data gleich date Doppelpunkt u kriege ich jetzt das Datum als Unix-Timestamp und über String-Format-Time formatiere ich jetzt meine Zeit. Danach habe ich hier noch eine kommaseparierte Liste. Auch die möchte ich dann in Abhängigkeit dann nochmal beeinflussen. Ich habe das Ganze jetzt einfach mal gespeichert, wechsle jetzt in meine Webseite und hier haben wir schon die Ausgabe. Allerdings ist das jetzt im Moment noch in einer Schreibweise, wo wir alles auf Englisch haben. Ich möchte das Ganze später auf Deutsch umstellen. Die Konfiguration für die Sprache werden wir später auch nochmal machen, wenn wir die Webseite komplett dann aufbauen. Dieses würde aber unter Config gemacht werden. Und den Eintrag, den ich hier konfigurieren muss, das wäre dann lokale-all gleich de-groß-de.utf8. Das kann man auch nachprüfen, indem man mit PuTTY sich auf dem Server verbindet. Und wenn ich jetzt lokale eingebe, dann sehe ich, was auf dem Server installiert ist oder gerade aktiv ist. Und mit lokale minus a kriegt man dann alle installierten Sprachen mit. Also habe ich in diesem Moment eigentlich nur Deutsch und Englisch. UTF-8 ist jetzt der Eintrag fürs Deutsche. Und ich muss natürlich das Ganze auch vielleicht mal auf Englisch umstellen. Ich habe auch nur die Variante en-us. Das müsste ich also später innerhalb meiner Condition überschreiben. Diese Conditions, die ich jetzt schreiben möchte, müssen immer außerhalb der geschweiften Klammern sein und diese werden dann auch mit eckigen Klammern geschrieben. Die Condition, die ich brauche, um einen Get- oder Post-Parameter abzufragen, das wäre dann global var gleich gp Doppelpunkt l gleich 1. Also ich möchte jetzt den Get-Parameter oder auch Post-Parameter, würde auch funktionieren, dann auswerten, also hier in diesem Fall l. Und nur wenn der GET-Parameter L auf 1 steht, dann wird das ausgeführt, was jetzt hier nachkommt. Natürlich möchte ich das auch irgendwann mal wieder beenden, also mache ich hier noch ein Global Inter. Das heißt also, alles was jetzt zwischen Global war Anfang und Global Ende ist, würde ausgewertet werden, wenn der GET-Parameter L auf 1 steht. Zum einen möchte ich die Konfiguration hier oben ändern. Die kopiere ich mir also einfach mal runter. Und hier möchte ich dann en-us haben, weil andere Schreibweisen habe ich jetzt auf meinem Server gar nicht installiert. Und zum anderen möchte ich vielleicht später auch noch das Datum umstellen, dass ich dann vielleicht eine andere Schreibweise bekomme. Speichere das Ganze und rufe damit Shift Reload diese Seite auf. Und schon habe ich die deutsche Schreibweise hier. Dieses lokale Unterstrich all macht im Grunde nichts anderes, als die Zeit- und Währungsfunktion umzustellen auf die deutsche oder auf die englische Schreibweise. Das wäre jetzt also erstmal die Zeile, ohne dass ich den L-Parameter übergeben habe. Jetzt hänge ich oben in die URL-Zeile ein kaufmännisches und L gleich 1 da rein und schon habe ich wieder die englische Schreibweise. Auf diese Art und Weise wird man also später auch die Übersetzung dann ansprechen. L gleich 1 steht halt eben auch schon für Language gleich 1. Dazu muss man natürlich noch ein bisschen mehr machen. Aber mir geht es in diesem Video erstmal darum, dass Sie diese Conditions kennenlernen. Es gibt auch noch weitere Conditions, die man hier eintragen könnte. Zum Beispiel gibt es eine, die die Benutzergruppe abfragt. Diese Condition möchte ich hier auch gleich mal eintragen. Usergroup gleich Stern bedeutet jetzt, dass jeder, der eingeloggt ist, dann
dazu führen würde, dass das ausgewertet wird, was jetzt folgt. Und jeder, der nicht eingeloggt ist, der würde dann die Zeile 29 hier beeinflussen. Da kann ich dann auch mit End arbeiten, um das zuzumachen. Also ob ich jetzt Global oder End nehme, kommt beide auf selber hinaus. Bei beiden Schreibweisen wird also eine Condition zugemacht. Nehmen wir mal an, ich hätte ein Menü, das setzt sich aus den Seiten von einer kommaseparierten Liste zusammen. Dann könnte es ja sein, dass ich, wenn ich eingeloggt bin, die Login-Seite herausnehmen will, dafür aber eine Logout-Seite anzeigen möchte. Und dazu müsste ich dann gegebenenfalls eine kommaseparierte Liste bearbeiten. Und wenn ich jetzt User Group gleich Stern habe, dann bin ich ja angemeldet. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, zeige die ID 5 noch zusätzlich mit im Menü an. Ich werde das jetzt an der kommaseparierten Liste hier oben unter Page.20 zeigen. Page.20.value. Und jetzt schreibe ich halt eben nicht die komplette Liste neu. Ich verwende wieder dieses Doppelpunkt gleich. Und dann add to list. Zum Beispiel die 5. Und wenn ich dann nicht eingeloggt bin, dann möchte ich vielleicht die Seite mit der ID 6 zeigen. Man kann das Ganze jetzt wunderbar auch kombinieren. Zum Beispiel mit der Mehrsprachigkeit. Nehmen wir mal an, ich hätte eine Shop-Seite und dieser Shop soll in den englischen Seiten nicht gezeigt werden, das soll nur in den deutschsprachigen Seiten angezeigt werden. Dann könnte ich auch hier nochmal etwas hinschreiben. Ich könnte zum Beispiel die ID 7 hinzufügen. Und dann sieht man jetzt auch, warum das so wichtig ist, dass man dieses Doppelpunkt gleich hat, wo ich während des Parsens das Ganze schon beeinflussen kann. Wenn ich das Ganze speichere, dann habe ich jetzt hier 7 und 6. Vergleiche das nochmal. 7 und 6. Ich bin also nicht eingeloggt. Und gleichzeitig ist der Get-Parameter L gleich 1 gesetzt. Mache ich jetzt L auf 0. Dann habe ich die deutsche Seite. Und schon habe ich die 7 hier nicht mehr drin. Ist auch ganz klar. Weil nur wenn der Get-Parameter L auf 1 ist, dann wird die 7 zu dieser Liste hinzugefügt. Jetzt ist es für mich ziemlich schwierig, User Group gleich Stern zu testen, weil es gibt noch keine Login-Seite, es gibt noch keine Benutzer, Benutzergruppen gibt es genauso wenig. Also muss ich jetzt irgendwie trotzdem ja vielleicht sowas mal debuggen. Und dazu kann man dann den TypeScript Object Browser verwenden. Unter Template eben auf eine der Seiten. Und hier habe ich meine Liste 20 gleich Text. Und wenn ich ein bisschen nach unten gehe, da sehe ich meine Bedingungen. Und wenn ich User Group gleich Stern mache, Bedingung setze, dann wird in diesem TypeScript Object Browser das simuliert, als wäre ich in diesem Moment eingeloggt. Das heißt also, ich habe auch jetzt hier die 5. Vergleiche nochmal zum TypeScript. Hier steht es drin. Wenn ich eingeloggt bin, dann möchte ich die 5 dabei haben. Und ich kann auch hier den Get-Parameter L simulieren. Einfach den Haken setzen. Und dann habe ich hier 7 und 5. Nehme ich User Group raus. Das hatten wir schon gesehen, das konnten wir ja testen. Dann haben wir die 7 und die 6 da drin. Es gibt viele weitere Conditions. Nicht alle davon wird man heute noch regelmäßig benutzen. Die finden Sie dann in der TypeScript-Referenz unter Condition Reference. Wenn ich da draufklicke, dann sieht man auch, dass man diese Conditions mit und oder kombinieren kann. Wobei man dann sagen muss, das und ist dann stärker als das oder. Das bedeutet also, diese Zeile würde sich so lesen, wenn ich den Browser Firefox verwende oder den Internet Explorer in Version größer als gleich 8, dann passiert das, was auf diese Zeile folgt. Ich scroll jetzt mal ein bisschen weiter runter. Die meisten Conditions sind eher unsinnig, braucht man nicht so häufig, also zum Beispiel eine Stunde oder Minute, das frage ich relativ selten ab. IP-Adresse kann manchmal ganz nett sein. Stunde, Minute, das lassen wir jetzt alles mal raus. User Group hatte ich gerade gezeigt. Hier ist es, man kann das Ganze auch kommasepariert machen. Hier ist diese Syntax, die ich jetzt verwendet habe. Man kann auch einen einzelnen Benutzer abfragen. Sinnvoll ist das allerdings nicht so häufig, da jeder Benutzer mindestens in einer Benutzergruppe sein muss.
relativ neu ist, dass wir auch hier die Syntax haben mit Page, Pipe, Field, zum Beispiel Page, Pipe, Subtitle oder Layout. Hier haben wir das Ganze mit dem Layout. Da kann man dann in Abhängigkeit von Seiteneigenschaften im TypoScript drauf reagieren. Können wir dann auch abfragen, ob wir in einem bestimmten Seitenbaum drin sind. Kompatibilitätsversion. Global Var und Global String, das ist aber dann schon interessanter. Hier gibt es verschiedenste Beispiele für Get- und Post-Parameter, für TypoScript-Frontend-Objekt oder für Environment-Variablen, die Sie dann zum Beispiel brauchen, wenn Sie mit verschiedenen Domains arbeiten oder wenn Sie eine Umschaltung haben zwischen SSL und halt eben nicht verschlüsselten Webseiten. Da muss ich halt eben häufig die Base-URL ändern. Das heißt also, ich muss dann anstatt HTTP, HTTPS schreiben. Und wenn diese ganzen Conditions noch nicht reichen würden, dann kann man halt eben wieder hingehen und kann die eigenen Funktionen schreiben. Und hier ist auch zum Glück die TSRef schon richtig angepasst worden. Diese Funktionen würden dann in eine separate Datei hier reinkommen. additionalconfiguration.php. Und so habe ich dann die Schreibweise userfunc gleich und dann kann ich halt eben jede beliebige Abfrage mir selber programmieren.